Meine lieben Sherlock Holmes Freunde, seid mir ganz recht herzlich willkommen und gegrüßt. Ein echter Detektiv, das muss natürlich der Lupo dabei haben. Ne? Wir waren das letzte Mal stehen geblieben hier in Cambridge, an der wunderschönen Universität Cambridge. Und wir haben ja, glaube ich, den Doktor letztes Mal losgeschickt, hier den das Ale was zu holen. Ne? Und wir gucken mal die Tasse, ob wir diesmal füllen können. Ne? Erstmal rieche. So, das ist schon eine Zeit lang her, dass sein Tee aus dieser Berührung gekommen ist. Starkes Ale, Fleming, bevorzugtes Getränk und der Bodensatz hier riecht doch recht frisch. So, mal ganz kurz, in die Tasche schauen, liebe Leute. Haben wir das Ale in der Tasche? Nein, das haben wir nicht. Das müsste doch eigentlich jetzt hier dieses, können wir das nicht füllen? So, komme ich jetzt hier nicht an das Ale ran, liebe Leute, Brieffach. Komm mal her, Sherlock, komm mal her. So, Tasse. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir müssen ja dieses Ale, ne, in die, so eine gewöhnliche Tasse auf der Cornroll Porzellan und so weiter. Das ist, wahrscheinlich nur mit Watson quatschen. Ich weiß es nicht. So, Cambridge nicht verändert. Pass mal auf, Flemings. Können wir mit dem aufwecken. Machen wir nochmal hier. Doc, doc, doc. Flemings. Es ist wach. Na, der Junge, wie geht das hier? Ist ja alles gut hier. Wie wäre es mit einem Drink, Mr. Fleming? Genau, er braucht ja eine Schmierung, hatten sie in irgendeiner Folge gesagt. Ne? Und wie wäre es mit einem Drink, Fleming? Niemals im Dienst, Sir. Bitte gehen Sie jetzt weiter. Sie halten sich unbefugt auf dem Grundstück des Colleges auf. Okay, das müssen wir ihm noch erklären. Können wir Ihr Fachwissen haben, Fleming? Wir versuchen uns eine Meinung über dieses Ale zu bilden. Ich helfe jungen Gentlemen immer gern bei ihrer Suche nach Wissen. Also für die Wissenschaft, könnte man sagen. Könnte man sagen. Ja, das ist gut. Einmal ein Geschenk. Bitte sehr. Schlappdiwappdi. Die hat einen guten Zug, der gute Flemings. Na, Junge. Ausgezeichnet. Sagen Sie, ich kenne Sie doch. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich bin Sherlock Holmes. Aber natürlich. Ich vergesse nie ein Gesicht, Mr. Holmes. Ich brauche nur etwas länger, um es einzuordnen. Sie haben sich gut gehalten. Kein Kilo zugelegt seit damals. Ich verfolge Ihre Erfolge in Beatons und das hier ist dann Dr. Watson, oder? Es ist mir eine Freude. Ja, kann man mal sehen. Da gibt es auch noch Leute, die sich freuen, uns zu sehen, ne? Liebe Leute, das... Oh! Selbst nach all diesen Jahren sind meine Erinnerungen an diesen Ort noch so lebendig. Ist das ungewöhnlich, Fleming? Überhaupt nicht, Sir. Wir sind, was unsere Erinnerungen aus uns machen. Wie der Barde sagt, selbst der Zweck ist nur Sklave der Erinnerung. Okay. Wenn das Druide das sagt, dann muss ja was dran sein. Ich müsste mal Ihr hervorragendes Gedächtnis anzapfen, Fleming. Darf ich? Ich bin immer für ein gutes Rätsel zu haben. Immer zu, Sir. Ich habe eine Tätowierung auf einer Leiche gesehen. Irgendetwas daran erinnerte mich an Cambridge. Eine Zeichnung der Trumpington Street? Nicht so deutliches. Es war eine sauber gezeichnete blühende Rose. Sie kennen solch ein Bild? Wenn es in die Rückseite des Opfers eintätowiert war, könnte es das Abzeichen der Tudor-Rosen sein. Der geheime Club? Natürlich. Das Symbol Englands war ihr Zeichen. Ich habe gar nicht gewusst, dass sich diese komischen Vögel tätowiert haben. Seit ihrer Zeit, Sir. War über ein Jahrzehnt lang nur ein Trinkclub. Nicht viel Geheimes dran. Die Alten schämten sich, im selben Club zu sein wie die Jüngeren. Soweit ich gehört habe, könnte die Universität ihre Charta zurücknehmen. So ein Trinkclub, ein reiner Trinkclub sind die meisten Studentenbewegungen ja, ne? Es gibt natürlich auch ein paar gute, aber ich war nie in der Verbindung. Liebe Leute, kann ich nicht mitreden? So. Stammt der Künstler von hier? Jack Canvas in Cheapside hat das Design von einem alten Kunstdruck abgeleitet. Ich habe gehört, er soll kürzlich gestorben sein. Ja, ich hätte seine Handschrift erkennen müssen. Aber mein Verstand war völlig auf das Verbrechen fixiert. Die feinen Blütenblätter zwischen den Blättern und Dornen. Unerwartet hübsch. Ich habe natürlich auch das Gemälde gesehen. Als Symbol, weil die Jungs sich für die Besten in England hielten. Einige davon haben es auch bewiesen, aber ihre Nachfolger haben lieber Propaganda gemacht. Wollten sich selbst überzeugen vielleicht. Wahre Qualität brüstet sich niemals damit, Mr. Holmes. So sieht das mal aus, ne? Wirkliche Größe muss sich nicht brüsten. Fleming, mein Junge, wie sieht's denn aus? Die Tudor-Rose rekrutierte ihre Mitglieder an der gesamten Universität, nicht wahr? Allerdings. Im Laufe der Jahre gab es hunderte von Bewerbern. Erinnern Sie sich an alle Männer von Magdalen? Die Namen verschwimmen etwas, aber ich würde die meisten von ihnen noch erkennen. Bedauerlicherweise habe ich weder ein Gesicht noch einen Namen anzubieten.
Ja, da wird es schon enger, ne? Das ist, aber wir haben ja dieses Datum von der Zwischenprüfung, wenn ich mich da richtig erinnere, und Fleming, das muss jetzt mal raushauen, ne? Was sind das für Fotografien, Fleming? Junge Gentlemen von Magdalen, Mr. Holmes. Ich stelle die letzten Jahrgänge immer aus. Ihren Familien scheint es zu gefallen. Aha. 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 Aber da können wir auch nichts machen irgendwie, ne? Das ist die Tasse, das Bier da schon weggezogen, ne? Hat einen guten Zug, der Mann. Das haben wir schon mal gesehen. Können wir damit rechts irgendwas... Ne? Pass mal auf, Watson. Ah, okay, pass mal auf. Wir haben ja hier in der Tasche... Haben wir den Uhrendeckel. So, okay, pass mal, wir müssen jetzt mit dem nochmal quatschen können. Hier, Fleming, Alter, pass mal auf, ne? Du musst jetzt hier mal, oder haben wir noch nicht alles gesehen? Ich weiß es gar nicht genau, wir müssen schauen. Ich sagte ja, das Spiel ist tricky und was haben wir hier? Bücher. Leihbücherei, Betrachter. Gut, dann betrachten wir mal wieder mit Rechtsklick. Ne, ihr wisst ja, das ist voll wichtig und so, ne? Rechtsklick, Linksklick, ja, bei so vielen Klicks, das ist... Flupdi-flapdi. Der Titelporträt ist von der abschlussklärenden Model in seinen Seiten sein Foto geklebt. Ja, Flemings, Junge, pass mal auf. Wir haben ja ein Zwischenprüfungsdatum. Kriegst du sowas auch irgendwie hin? Das wäre eine coole Sache, meine lieben Leute, ne? Ah. Ich habe Grund zu der Annahme, dass meine Leiche ein Magdalen-Absolvent und ein Mitglied der Tudor-Rose war. Wenn er nach 1860 herkam, sollte ich ihn in meinen Alben haben. Könnten wir Ihre Porträts der früheren Klassen einmal durchsehen? Aber das sind tausende von jungen Gentlemen, Mr. Holmes. 100 oder mehr könnten der Tudor-Rose beigetreten sein. Würde das Datum der Immatrikulation den Bereich ausreichend eingrenzen? Könnte sein. Mein Gedächtnis ist gut, aber nicht fehlerfrei. Und ein paar dieser Jungs haben einen bleibenderen Eindruck hinterlassen als andere. Ich glaube, der Junge wurde im Juni 1874 19 Jahre alt und kam zum Sommersemester dieses Jahres aufs College. Ich schaue mal in meine Sammlung. Naja, gleich eine Sammlung. Das ist prima. Schau mal nach, Jennings. Das ist auf jeden Fall... Ah ja, 1874. Eine seltsame Klasse. Intelligent, ohne Frage. Aber merkwürdig. Irgendjemand dabei, der später der Tudor-Rose beigetreten ist? Schauen wir mal. Da wäre Dundalk, der jüngste Sohn des Earls. Starb im Transvaal, soweit ich gehört habe. Dann Lawton, ist ein Lord, seit sein Vater gestorben ist. Den Namen kennt Parlamentsmitglied, glaube ich. Oh ja, sein spezieller Freund war Pratt. Ein Waisenkind, kam aus Indien zu uns. Merkwürdiger Junge. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Und Cunard, der macht ein Vermögen unten in Australien. Das sind alle, glaube ich. Vielen Dank, Fleming. Sehr hilfreich. War mir ein Vergnügen, Sir. Ist mir immer ein Vergnügen, einen von meinen jungen Gentlemen wiederzusehen. Pratt. Thomas Pratt. Liebe Leute, den Namen haben wir schon gehört. Wir waren, glaube ich, schon in seinem Anwesen, beziehungsweise in seiner Wohnung. Wer erinnert sich mit der netten Dame, die in Schwarz gekleidet ist? Jennings, Alter, du hast uns sehr geholfen. Ich danke schön. Und wir sind mal mit Watson quatschen so hier. Das ist Pratt. Pratt ist der Tote. Ja. Pratt und Lawton zusammen. Das ist zu schrecklich, um ein Zufall zu sein, Watson. Unsere Leiche ist Thomas Pratt, da bin ich mir sicher. Wenn Sie es sagen, Holmes, ich bin etwas verblüfft. Cambridge bringt uns nicht mehr weiter. Wir nehmen den nächsten Zug nach London. Ich möchte mir Pratts persönliche Gegenstände ansehen und dann bringen wir Lord Lawton die schlechte Nachricht. Flemings, mach's gut. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da ist der Ausgang, können wir noch aus mit Watson? Na, okay. Fleming, alleine, trink nicht zu viel, ne, und bleib geschmeidig, mein Freund. Ne? Wir können gerade noch den nächsten Zug nach London erwischen. Exzellent, gehen wir. Gehen wir, da hat er sich verschluckt. So, super, dann würde ich sagen, gehen wir Thomas Pratt da. Das ist, gehen wir da hin? Ja, ich glaube, wir gehen da mal hin. Ne? Wir haben jetzt gerade den Tod. Ne? Das ist, oder gehen wir erst zu Scotland? Ja, das ist die Trend. Wir haben so viele Möglichkeiten noch. Ganz kurz mal gucken hier. Ah, er hat ja gesagt, er wollte sofort zu Pratt und dann überhaupt und sowieso... Machen wir mal. Genau, Mathilda. Mathilda, dein Mieter kommt nicht mehr, dem fehlt irgendwie das Gesicht. Ich fürchte, ich überbringe schlechte Nachrichten. Mr. Pratt ist ermordet worden. Wie außerordentlich unangenehm. Ob er mich wohl in seinem Testament berücksichtigt hat? Er war 6 Monate mit der Miete im Rückstand. Sie werden diese Kosten wohl abschreiben müssen. Er hat einen weit höheren Preis bezahlt. Das ist ja höchst ärgerlich. Mr. Mason hat ja immer gesagt, dass ich viel zu nett bin für diese Welt. Ich bin sicher, er war ein großer Menschenkenner. Ja, ich sehe hier, ne?
Das ist der Miete. Es ist gerade ein Mensch gestorben, Mathilda. Das kannst du nicht so ohne weiteres, Dürften wir uns wohl Pratts Besitztümer einmal ansehen? Dem Verstorbenen wird es wohl egal sein. Da sie nicht von der Polizei sind, nein. Ich glaube nicht. Selbst die Verstorbenen haben ein Recht auf Privatsphäre. Vielleicht liegen ja persönliche Gegenstände herum. Vielleicht von der verkäuflichen Art. Und was meinst du, warum wir da rein wollen in den Bums, Mathilda? Ich soll doch nicht so naiv gehen. Sind Sie vertraut mit irgendwelchen Kneipen, Clubs oder Bars, in denen Mr. Pratt verkehrte? Nein. Seine Freizeit ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Außer seiner Malerei natürlich. Malerei, genau. Wir haben das Bild ja schon bewundert, ne? Und überhaupt sowieso. Okay, so. In dieser Wohnung gibt es keine Badewanne. Wo hat er denn seine wöchentlichen Waschungen absolviert? Er konnte eine Wanne im Untergeschoss mitbenutzen. Aber er bevorzugte Nevilles am Charing Cross. Ohne Zweifel eine dieser gewissen Vergnügungen. Wahrscheinlich werden daneben Wasser und Seife alle möglichen Vergnügungen und Entspannungen geboten. Dieser Vergnügungspalast ist mir nicht näher bekannt. Wöchentliche Waschung? Ja, es waren andere Zeiten, liebe Leute, ne? Wöchentliche Waschung. Ich habe eine jährliche Waschung, aber mich fragt keiner. Also pass auf, Mathilde, bis jetzt ist sie... Könnten Sie im Zweifelsfall Pratt für die Polizei identifizieren? Ich glaube schon. Er hat mehr als 3 Jahre hier gewohnt. Ich kenne sein Gesicht so gut wie mein eigenes. Aber könnten Sie ihn auch ohne einen Blick in sein Gesicht identifizieren? Nein. Aber warum sollte man sowas von mir verlangen? Weil der Bruder keine Fresse mehr hat. Das ist ganz einfach hier. Ein bisschen aus, Mathilde, wissen Sie. Wissen Sie etwas über Pratts Studienjahre in Cambridge? Nichts. Aber er war ein Studierter, das ist mal sicher. Ich vermiete ausschließlich an Akademiker. Dann könnte ich da ja auch noch einziehen, Madame. So. Hatte Mr. Pratt irgendwelche speziellen Freunde? Nur Mr. Spacemaker. Aber den habe ich schon seit über einem Monat nicht mehr gesehen. Spacemaker? Ja, ungewöhnlicher Name, nicht wahr? Und ein ungewöhnlicher junger Mann und hübsch genug, um jedes Mädchen neidisch zu machen. Spacemaker? Spacemaker, das müssen wir uns merken, meine lieben Leute, das ist Spacemaker. Haben Sie ein Bild von Mr. Pratt hier, das wir uns ausleihen könnten? Wir hatten nicht diese Art von Beziehung, Mr. Holmes. Welche Art? Sie wissen sehr wohl, welche Art. Die Art, bei der man persönliche Fotos austauscht. Wir waren keine intimen Freunde. Sowas kann niemand behaupten. Das, Mathilda, das macht aber nichts. Das war's erstmal. Watson, was sagst du zu der ganzen... Der Tote, ne? Ihr habt ja den Mord wahrscheinlich gesehen, ne? Wie der da einen schönen Schuss in den Kopf gekriegt hat. Ob der so schön war, weiß ich nicht. Aber ne, hat auf jeden Fall gerumst. Und das ist jetzt Thomas Pratt gewesen, ne? Liebe Leute, das ist tragisch, ne? Tragisch. Ich sehe, Sie haben eine Frage, Watson. Sollten wir nicht versuchen, etwas über diesen Spacemaker herauszufinden, wo er wohnt und so weiter? Er könnte uns helfen. Das bezweifle ich, Doktor. Dieser Name ist mit Sicherheit falsch. Sein Eigentümer hat grundlegende Deutschkenntnisse und einen gewissen Sinn für Humor. Spacemaker. Space. Airspace, Space, Platzmacher. Ja, Watson. Irgendetwas Greifbares hier, Doktor? Nach meinen Methoden, bitte. Es gibt erstaunlich wenig persönliche Dinge hier. Adressbuch, Schreibutensilien, Briefe, Fotos, so etwas. Gut beobachtet. Sie haben bemerkt, was fehlt. Obwohl man derartige Dinge eher im Schlafzimmer erwarten würde. Aber diesem Zimmer gebührt dennoch unsere vollste Aufmerksamkeit. Natürlich, natürlich, Mr. Holmes, das sehe ich ganz genauso. Watson, wir müssen die Wohnung durchsuchen. Können Sie Mrs. Mason beschäftigen? Wären Sie mit einem festen Schlag auf den Hinterkopf einverstanden? Benutzen Sie Ihre Fantasie und Ihr Wissen über Frauen dieses Alters. Diese Frau wirft meine spärlichen Wissensbrocken durcheinander, Holmes. Aber Appelle an Ihre Eitelkeit könnten Wirkung zeigen. Schlag auf den Hinterkopf, Watson, Alter! Du machst mir Angst. Du warst das? Ich bin sicher, er hat eine hohe Meinung von Ihnen. Haben Sie vielleicht die Namen von einigen seiner Freunde oder Verwandten in Ihrer Wohnung? Nein, habe ich nicht. Er wurde im Sepoy-Aufstand zum Pfullwaisen. Und der Onkel, bei dem er aufgewachsen ist, ist seit Jahren tot. Er hat keine Familie mehr, von der ich wüsste. Würde das Ministerium wohl seine ausstehende Miete bezahlen? Was glauben Sie? Dass du ein geldgeiles, beziehungsweise das ist ja verständlich, wenn du eine Hütte vermietest und kriegst 3 Monate keine Asche, das ist schon scheiße, ja? Ein kleiner Mietnomade hier, der gute Pratt, ne? Und überhaupt, Trick 17 hier, wir schauen uns die Dame nochmal an.
Es ist Masons ausgiebiger und erfahrener Gebrauch von Kosmetik. Deutet auf eine Karriere in der Musik. Hatten wir schon gelesen. Bis wir mal hier Quatschemann und Söhne. Bis mal auf Watson. Was machen wir jetzt hier? Den Uhrendeckel. Man kann sie. Telegramm. Ja, ich weiß auch nicht, was wir jetzt machen. Aufforderung. Genehmigung. Okay, meine lieben Leute, dann sind wir jetzt hier erstmal so, wir wissen jetzt, wer der Tote ist, ne? Thomas Pratt, kleiner Mietnomade, ne? Und überhaupt sowieso. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und gucken wir, dass hier weitergeht. Ne? Und so, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Liebe Leute, haltet euch wacker, ciao, ciao, sagt euer Sherlock, Spiel 45, Kind, Watson, Mathilde, ciao.